Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Alteiche von Kalle, den Ultramapper. Ja, wir sind ja hier noch mitten in der Rapsdrillung, ne? Das hatten wir ja letzte Folge angefangen. Hier sind wir auch noch fleißig. Weil das ja auch noch beendet werden muss. Müssen wir gar nichts. Wenn wir müssen, gehen wir auf Toilette. Kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Aber das läuft ganz gut, ne? Also er zieht's, wir müssen aber gleich sehen, dass wir ein bisschen Milch verkaufen und auch mal Saatgut an Stissel kriegen, ne? Dass das in die Saatgutproduktion reinkommt. Damit das auch laufen kann da, ne? Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Drillerchen. Ist ja auch mal ganz entspannt hier, so auf den Acker rumholzen, ein bisschen drillern. Ne? Mit einem Komik. Das läuft. Das läuft. Ja, mit Ein- und Aussitzen, das habe ich nicht so. Da war ich schon immer so ein bisschen, dass ich immer zu früh einsetze. War schon, habe ich schon immer so gehabt. Aber egal, kriegen wir hin. Weil ich habe den Fuß nämlich nicht mehr auf dem Gaspedal, wie vor mit Tempomat, ne? Dass der Jagdengeist gibt. Was der Schlepper hergibt. Aber hier sind auch ganz schön Steigungen stellenweise in den Flächen. Ey, das darfst du nicht unterschätzen. Und wenn du da so rüber guckst, da siehst du richtig, wie so ein Tal da drin ist. Junge. Aber der macht unserem 1455 gar nichts. Hustet der einmal und dann läuft das wieder. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier eine Born kriegen irgendwie. Danke. Machen wir runter den Laden. Hoffentlich war das nicht zu spät. Mixe. Geht in eine Steigung. Eben kein Problem. Die Indianer wissen Bescheid hier vom Westerwald, ne? Häuptling Westerwald, der hat gesagt, Svenny, kein Problem, wenn du under the way bist, ne? Eben WhatsAppen. Und dann formen. Dann bleiben wir nämlich zu Hause und gehen nicht auf den Kriegsfort. Ist auch als Klo. Muss ich auch gut mitstellen, weißt du? Deswegen, wenn die hier in der Nachbarschaft wohnen, dann musst du dich damit gut stellen. Sag ich ja. Oh, guck dir dann. Nee, sag ich ja immer wieder. Auch mal mit den Nachbarn gut stellen. Auch wenn man es also nicht so mag, aber trotzdem. Ey, die Drille gefällt mir richtig gut. Kommt die aus dem DLC oder wo kommt die eigentlich her? Ich weiß ja gar nicht. Aber die ist echt nicht schlecht für 3 Meter. Läuft. So, wir haben noch gar nicht nachgeguckt. Dann machen wir zum Ende der Folge, wie der jetzt stickstoffmäßig hier aussieht. Normal müssten jetzt hier 20 Kilo N draus sein. Dann fahren wir einmal 15 Kubik Gülle drauf. Wenn der Raps raus ist. Und dann, ja, was das mit Düngung? Mehr gibt's nicht. Wenn wir meine 15 Kubik Gülle dann haben, da kommt ja noch dazu. Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Oh, die Tanne da, die steht aber mächtig im Weg, da. Hast du gesehen? Und hier so hin? Dann läuft er. So kannst du auch mal ein Drillerchen in Ruhe machen, ne? Radio ist kaputt, ne? Hat der Lars nicht fertig gemacht? Er hat gesagt, er muss nur eine neue Sicherung rein. Ja, ich sag, alles klar, das kriege ich noch hin. Nix war. Nix Sicherung. Radio kaputt. Jetzt haben wir keine Musik auf den Schlepper. Das ist nicht schön, du. Obwohl, hier muss ja auch den Sound genießen, ne? Wenn du den ganzen Tag das Gebrümmel an den Ohren hast. Lasst euch das gesagt sein, das ist nicht immer spaßig. Ja. Wo kam der denn her? Kollege, Vorsicht, ich bin hier fett in der Drillung. Es ist Aussaatbehinderung. Kann es ja nicht sein, ne? Wir sollen mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf uns. Ob unser kleiner Schlepper wohl die Walze zieht mit den 6 Metern, das müssten wir dann mal ausprobieren. Dann könnten wir ja mit dem Moped Walzen fahren.
Ne? Der hätte hier Bock drauf. Wahrscheinlich macht der sich nass. Müssten Zwillinge drauf oder so dann. Aber dafür wäre der ideal, ne? Ist ja eigentlich nur unser Wassermoped, aber da könnten wir da auch mit Walzen fahren. Ja. Man merkt. Erntezeit, ne? Ist gewesen. Jetzt ist die Aussaatzeit für die Ernte. Wir müssen alle Schlepper ran. Ist wohl so, ne? Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Echt ganz ehrlich. Was hast du da eigentlich für Kuss drin? Auch nichts. Ja, es gibt AD-Kuse für die Map, ne? Wenn die zum Download raus ist, gibt sie auf Modding-Welt, ne? Nur, dass sie Bescheid wisst. Seid mal dankbar dafür, dass sich jemand die Arbeit macht und fehlt hier die ganzen AD-Kuse ein. Junge, 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 ey. Vor allem, die sind richtig gut eingefahren mit blauen Linien hier und da. Boah. Da gehört schon was zu. Vorsicht! Kollege! Junge, Junge. Nur, dass sie Bescheid wisst. Sie kommen dann auf Modding-Welt zum Download. Und dann habt ihr auch keinen Stress. Und ab und zu ist das ganz schön, mal an den Kurse nutzen zu können, ne? Wenn du das dann eilig hast und so und hast du da Druck, kannst du deinen Schlepper mal sagen, fahr da mal eben fix hin, mach das mal. Und du kannst in der Zeit was anderes machen. Also es ist nicht so, dass das dann heißt, man kann nicht spielen. Ja, ich kann spielen, weil ich kann in meiner Biene das dann taktisch planen und habe ein anderes Zeitmanagement wie Leute, die meinen, das ist kein Spiel. Ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Hoffentlich benutzt die Person nicht noch CP, du. Weil, ach, mit CP kann ja jeder arbeiten, ne? Junge, Junge, ey. Ja, manchmal. Naja. Was willst du dazu noch sagen? Nix mehr. Nee, sag ich auch nichts zu, aber ist ja so. Da ist ja nicht, dass man dann nicht spielen kann, ne? Man ist halt taktisch klüger, weil man ein anderes Zeitmanagement hat. Klar, ich muss ja auch dafür bezahlen. Ist ja nicht so, dass ich dadurch einen Vorteil habe, wenn ich AD fahren lasse oder CP. Muss ich ja alles aus der Tasche bezahlen. Also von daher. Schwachsinn. Und wenn man Zeit hat und Lust hat, dann kann man das doch selber machen. Mache ich doch genauso. Und ich liebe das hier auf der Alteiche. Das ist nämlich genau der krasse Gegensatz zu NF Marsch. Hier machst du nämlich viel mehr selber. Weil du dann da auch Lust drauf hast. Und auf dem Marsch machst du klick, klick, klick. Und dann läuft da die Arbeit, ne? Das ist einfach schön. Und ich finde, dadurch haben wir echt zwei unterschiedliche Projekte, wo wir jeweils zwei Zielgruppen mit ansprechen können von den Projekten auf dem Kanal. Ne? Der eine liebt ja mehr dieses Klick-Klick und NF Marsch und Produktion hier und da. Und die anderen lieben das klein und schnuckelig, so wie hier auf Alteiche, wie wir immer Kallis Map spielen. Also von daher, klar nutzen wir auch CP und HD. Aber eigentlich eher selten, aber CP ein bisschen mehr. Weil man nicht immer alles alleine machen kann. Ja, kann man schon, aber dann brauchst du eigentlich einen anderen Fuhrpark. Sagen wir, wie es ist. Klar, kommst du auch so ans Ziel. Ja, ja, was ist los? Mein Freund und Kupferstiche? Gib Schub da. Zack. Zack, mach ab. Vorwärts. Läuft. Trotzdem müssen wir noch die Sarkut-Produktion anschmeißen, ne? Das nützt nix, ey. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dann noch genug Saatgut an Hof haben. Deswegen sollten wir die bald mal anschmeißen. Ja, müssen wir dann nächstes Mal machen. Als erstes. Jetzt sind wir gerade so im Flow hier mit der Gasgebung und der Drillung.
Sollen wir auf den Verkehr hier schön aufpassen, ne? Straße tut hinterher einer fegen von euch, ne? Das hatten wir ja so ausgemacht. Ich fahr Schlepper, ihr fegt Straße, ne? Das passt so, oder? Finde ich schon, das passt ganz gut dann. Hier, ne? GPS ist immer auf dem Schubhebel, hier und da, ne? Nur, dass du Bescheid wisst. Den sieht man nicht, aber ich kann ja nicht 35.000 Kameras hier aufstellen, ne? Ich habe immer das Gefühl, da kommt einer rein. Meine Mama neulich unten immer die Türen so bollert. Oh ja, ist das halt so, ne? Herrlich, ne? Herrlich, herrlich. Ganz ehrlich, herrlich. Gut, dann fährst du hin, machst du GPS an, guckst nach hinten, machst du Drille runter und dann läuft der Laden. Und dann kannst du in der Gegend rumluschern, ne? Obwohl, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mit 3 Meter fährst, brauchst du in meinen Augen kein GPS. Ne, brauchst du eigentlich nicht. Aber ist halt nice to have, ne? Wegen Beete fahren und so, dann brauchst du nicht immer am Vorgewende drehen. Von daher ist das ganz praktisch. Sonst beim Drillen, wenn du kein GPS hast, dann kannst du auch schlecht Beete fahren, weil sonst sehe ich es jetzt so viel doppelt. Das merkst du dann im Portemonnaie. Boah, der Saatgutplanung, ne? Guck mal, der Verkehr hat gehört, ne? Er fährt jetzt hier nicht mehr so schnell lang. Und sie müsste erst noch Straße fegen, dass die da wieder. Oh, viel zu früh. Dass die da den wieder langreizen können, ne? Hauptsache, ihr habt da Schilder aufgestellt für mich. Ne? Verschmutzte Vorbahn. Reinigung kann noch dauern. Schönes Ding, du. Echt schönes Ding hier. Einfach herrlich hier. Sagen wir, wie es ist. Kannst du nur genießen, die Map. Ja, ich hab gut reden, ich weiß. Aber ihr ja auch bald. Gehen wir mal stark davon aus, wenn Giants in Rufe kommt. Ich warte ja auch noch auf Maps. Ich warte noch auf Ellerbach und Stappenbach. Die sollten ja eigentlich dieses Quartal rauskommen, ne? Ellerbach zumindest, ne? Quartal ist fast zu Ende, noch ein paar Tage, ich bin gespannt. Hat mal ein YouTuber erzählt, dass er zum Ende des Quartals rauskommen soll. Quartalsende ist in paar Tagen. In 6 Tagen. Okay, ja. Und dann ist ja Ostern, ne? Gibt schon wieder Geld, Dennis. Gibt Rente. Juhu. Der Kollege Vorsee mit dem schwarzen Auto da. Nicht so heizen hier. Ich hab Eile. Herrlich, herrlich, herrlich. Das macht schon Laune, ne? Also sagen wir, wie es ist. Vernünftigen Schlepper. Schöne Fläche. Und dann kannst du sie auch haken lassen, ne? Aber ja, ich bin gespannt, wie er sich eine Viertelstunde Säen anguckt. Wer jetzt noch da ist, schreibt mal bitte einen Kommentar. Ich den fetten Daumen von mir. Viertelstunde sehen. Und das in der Innenansicht. Da siehst du ja auch nicht so viel. Aber wir spielen halt nicht so ultra realistisch. Ne? Deswegen formen wir Innenansicht. Junge, Junge, ne? Das finde ich auch immer krass, ne? Was man so in Videotiteln immer liest. Wir fahren mit 4K und ultra realistisch und dann das ganze Submail voll mit Giants Partner Programm und diesem Mod und das Mod. Hä? Muss man das heutzutage machen oder wie ist das?
Klärt mich mal auf. Wir schreiben ja auch nicht rein, dass wir ein Bio-Projekt hier spielen oder so. Weiß ich nicht. Nee, muss man nicht machen, ne? Nee, finde ich auch. Haben wir auch gar keine Zeit für. Gibt ja auch noch andere Sachen im Leben, wie so weit. Oh, da sind aber ganz schön viele Büschkes jetzt gleich im Weg. Gib mir mal eine Born hier. Danke. Perfekto. Guck mal, haben wir das auch schon bald durchgedrillert. So soll's sein. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier vom Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!